Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Tour hier in Eurotruck. Ja, Eurotruck Simulator 2. Wir sind jetzt in Woche 4, glaube ich. 1, 2, 3, ja genau, Woche 4. Oh, hoppala. Und ja, wir machen uns ganz gut. Wir kämpfen uns gerade durch Spanien durch. Bitte links halten. Jawohl. Bitte links halten. Die Frau meint eigentlich bitte nicht rechts abbiegen. Ich nehme an, das ist ein bisschen schwieriger zu programmieren für so eine KI in so einem Navigationsgerät. Ich bin mal gespannt. Wir fahren ja jetzt lange Zeit schon relativ entspannt hier. Ist ja richtig hübsch hier. Ja gut, man kann jetzt nicht so viel sehen. Na gut, irgendwie... Ich und die Außenansicht, ne, wir werden keine Freunde mehr. Wir werden das jetzt gleich mal abgeben und dann, ihr erinnert euch, war unsere Idee, dass wir gucken, ob wir einen Auftrag kriegen nach Alcarunia. Und Alcarunia müssen wir von drei Stellen beliefern, von Sevilla, Pamplona und Lissabon, glaube ich. Das gibt ein Achievement. Und das wollen wir mal ausprobieren. Wir das hinkriegen. Weiß nicht, wahrscheinlich müssen wir da nach Sevilla für reinfahren. Mal gucken, ob wir. Ich glaube, die Stadt haben wir noch nicht entdeckt, ob das geht. Oder können wir hier, warte mal. Ah, oh. Ah ja, ist interessant. Ich habe offensichtlich. Ah, die Maustaste belegt. Mit der Speicherung des Tempomaten. Sehr interessant. Sehr gut. So, kleines Elefantenrennen hier. Wobei das ja ein kleiner Baby-Elefant hier ist. Und so ein typischer, viel zu groß dimensionierter Truck. Hoppala. Ja, vielleicht machen wir ihm auch ein bisschen Angst. Ja gut, wir müssen ihm gleich sagen, ne, ökologisch ist das natürlich schwierig, was du da fährst. Deswegen haben wir dir jetzt fast, dich fast weggerammt. Das tut mir leid, das war keine Absicht. Ein bisschen ins Schleudern geraten. Ja, ich spiele übrigens mit Maus und Tastatur. Falls ihr euch gefragt habt, hat der junge Mann ein Lenkrad? Nein. Ich habe das schon mal in Season 1 auch berichtet. Ich hatte mal ein Lenkrad und das hat auch super rumgebockt. Also es war richtig cool. Kann ich super nur empfehlen. Aber man muss es halt ständig auf- und abbauen, wenn man es halt nicht braucht. Ja? Dann klebt es halt direkt vor einem, also vor dem Monitor logischerweise. Und das stürzt dann halt bei anderen Spielen. Das ist halt echt, naja. Ja, es war damals irgendwie ein bisschen nervig für mich zumindest. Wenn ich viel Platz hätte, würde ich mir noch einen zweiten Schreibtisch mit einem zweiten Computer hinstellen, wo nur Autospiele oder Rennspiele gemacht werden. Und auch hier so Eurotruck. Oder so ein Schreibtischbrett. Ah, das wäre es eigentlich, so ein Brett, wo das Ding schon installiert ist, was man da einfach nur noch auf seinen Schreibtisch legt. Weil das Ding, dieses Lenkrad, musst du halt richtig befestigen, sonst schlürst du halt das, den ganzen Apparat. Naja, letzten Endes, ich habe es zu selten benutzt. Und naja, dann ist es halt irgendwann wieder verkauft worden. So war das damals. Links halten und dann Ausfahrt links nehmen. Ausfahrt links nehmen? Was genau meint er denn damit? Die Ausfahrt links. Okay, 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 die hier. Okay, alles klar. Das war mir nicht so klar. Ist einfach die Strecke zu Ende. Naja, gut. Lässt du mich jetzt rein oder nicht? Ach krass. Bitte links halten. Ich
kriege gerade mit, wie meine Maustastatur, also Mausbelegung ist. Ich kann hier in 5er Schritten quasi hochfahren. Krass. Das ist natürlich nice. Ja, sehr gut. Schön, dass wir das auch gelernt haben in Folge 7. Ja, ich muss einfach häufiger spielen, das ist es. Oder länger spielen oder so. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt gar nicht genau, wo wir hinfahren. Thomas P. konnte keinen Auftrag finden und musste ohne. Bitte rechts halten. Ja, ich habe mir da was überlegt. Der Thomas ist irgendwie nicht so hilfreich, ne? Ich glaube, wir entlassen den. Entweder ist er wirklich schwierig oder er ist irgendwie buggy. Ich weiß es auch nicht genau, aber ich würde ihn mal entlassen und einen anderen da einstellen. Also ich habe gerade nochmal geschaut, hier so ein Spanier, der hat die gleichen Skills mit 1,7. Vielleicht ist er einfach ein bisschen resettet und vielleicht findet er dann wirklich auch Aufträge, denn das kann ja eigentlich nicht sein, dass der einzelne Mensch da gar keine Aufträge findet. Rio Guardia. Muss ich jetzt hier rechts abbiegen? Ach, ich muss auf die linke Spur. Okay, sehr gut. Das mal eben machen. Ja, wir machen das mal eben, weil ich glaube, dass wir vergeben uns da nur Zeit. Also Thomas P. Ihr seht hier, der macht halt gar nichts, ne? Oh wait. Der hat eine 2,5er Wertung. Moment, habe ich den jetzt verwechselt? Aber das ist das, was er pro Tag macht und das ist das pro Kilometer. Der lohnt sich halt überhaupt nicht. Wir werden ihn entlassen, auch obwohl der schon sehr viele Punkte hat. 5, 6, 7. Ne, warte mal. 4, 5, 6, 7, 8 sogar. Ja, ihr seht mal, der ist. Ja, den lassen wir. Komm, wir entlassen ihn. Das muss ja auch mal sein. Und dann gucken wir mal in der Arbeitsagentur. Hier haben wir zum Beispiel einen in Saragossa gehabt. Ja, da fangen wir jetzt tatsächlich wieder mit einem auf 1,7 Niveau an, ne? Wie wär's denn mit Peter? Oder Bujo? Robo? Ah, Robo hier. Robo nehmen wir. Ja, wir nehmen Robo hier. Du bist eingestellt. Weil er hat schon ein paar ADHS-Fahrten gemacht. Nee, ADR-Fahrten. So. Gucken wir mal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da einen Fehler gemacht habe, ob das vielleicht doch der andere gewesen ist, aber... Ah, wait, sorry. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Wenn wir jetzt den Garagenmanager gucken... Ja gut, er hat jetzt noch gar keine. Der Robo hat da noch gar nichts gemacht. Steht... Ruht sich aus. 1,7. Er hat auch eine 1,7, aber er hat halt deutlich mehr. Ja, wir gucken mal. Das wird schon passen. Robo, unser neuer Mann. Thomas und Ethan, das sind ja die drei, die wir jetzt in München hantieren. Genau. Und wir werden mal gucken. Wir werden diese Strecke jetzt hier noch zu Ende machen. Und dann wird es sich entscheiden, ob wir diesen Job nach Alcalonia machen oder ob wir uns tatsächlich nach Hamburg teleportieren oder irgendwo da in die Nähe und da eine Werkstatt kaufen, eine Garage kaufen. Hätte ich schon Bock zu. Wir
müssen wir aber mal schauen. Also ein bisschen Geldpuffer wäre natürlich auch schon nicht schlecht. Zumal wir jetzt hier gleich auch noch tanken müssen. Und Kredit zurückzahlen müssen wir auch noch. Also ja, ein bisschen Puffer wäre nicht schlecht. Ja, und während für euch gerade Mittwoch ist und das hier die Erstausstrahlung ist, ne, schön in der Mitte der Woche, kann ich euch sagen, für mich ist gerade Freitagabend und ich habe heute nach der Arbeit ein Stündchen geschlafen, die letzten Tage ja nicht so gut geschlafen, habt ihr ja mitbekommen. Und jetzt bin ich heute ein bisschen frisch und mal gucken, wir werden mal 3-4 Folgen aufnehmen. 3 auf jeden Fall, das habe ich mir vorgenommen, vielleicht mache ich noch 1-2 mehr. Und morgen ist Samstag, da ist auch Aufnahmetag. Ja. Da bin ich mal sehr motiviert und dann kann man immer so 3-4 Folgen auch am Stück aufnehmen. Ja, und dann mache ich erstmal eine Aufnahmepause tatsächlich für, ich glaube, 1-2 Wochen, weil ich andere Dinge aufnehmen muss und möchte. Ja, und dann geht es weiter. Ich hoffe nicht, dass ich dann wieder erneut anfangen muss mit der Steuerung, aber gucken wir mal. Ist immer auch die Frage, welche Art von Spieler ist man? Suchtet man ein Spiel komplett durch? Oh. Upsi. Oder macht man das wie ich, dass man immer mal wieder andere Dinge auch spielt? Ich habe auch schon Bock auf andere Dinge tatsächlich. Wir müssen natürlich gleich auch erstmal wieder zurück nach Sevilla, ne? Bitte rechts halten. Jawohl. Wenn die Chefin sagt rechts halten, dann... Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, du meinst hinter dem hier hinterher, ja. Erster Aufenthalt in Algeciras. Vorsichtig bitte, ich glaube, ich habe Vorfahrt. Ich glaube, ich hatte keine Vorfahrt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Ich habe jetzt einfach die Vorfahrt weggenommen. Naja, er hat ja gebremst. Ist ja auch nochmal gut gegangen. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Hat den Vogel gehört? Das ist ja lustig. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Versuchen wir das gleich nochmal mit dem Rückwärts-Einparken. Könnten wir eigentlich mal machen. Ne? Wir müssen ja 20 Stück davon machen. Das wäre schon eins der Achievements, die ich gerne machen wollen würde. Immer geradeaus. Ja, kein Problem. Sie
Biege nach links ab. Hier, Moment. Das war eine schöne Fahrt. Das war eine schöne Fahrt. So, gucken wir mal, wo der ist. Der ist da hinten. Ja, komm, wir machen das. Wir müssen es eh machen. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ja, guck mal, da ist es auch schon. Ja, das kann nicht so schwierig sein. Wir müssen das allerdings in dieser Perspektive machen. Ich bin sehr gespannt. Ah ja, das war schon mal nix. Hier müsst ihr immer ein bisschen Geduld mit mir haben, ne, weil... Oh, aua. Gott im Himmel. Ja, ich glaube, das wird hier an der Stelle nichts. Es fühlt sich ganz, ganz gruselig an. Nee, nee, nee. Ja, wir haben es so geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Das ist mir... nee, das war nichts. Ja, gut. Wir werden schon noch dahin kommen. So. Wir gucken mal schnell in die Aufträge rein. Sevilla. Oder hier, warte mal, wir gucken mal, ob wir einen Auftrag von hier nach, wo ist es denn? Algeciras nach Sevilla haben. Das wäre doch hilfreich. Dann könnten wir das Stück einfach direkt mitnehmen. Ob das jetzt sich lohnt oder nicht, ist eigentlich egal. Nee, haben wir nicht. Haben wir denn da von Sevilla einen Auftrag nach? Hast du nicht gesehen? Ich weiß ehrlich nicht so ganz genau, ob man das steuern kann mit den Aufträgen irgendwie. Leon. Ich gucke noch mal ganz kurz auf meine Liste. Gib mir mal einen Moment. Sevilla. Dann fahren wir einfach mal so nach Sevilla. Ist ja kein Problem. Oh, nee. Hier, fahren wir doch mal zu dem Fragezeichen. Fahren wir mal hier hin. Ja, gute Idee. Zeit zu gehen. Ich glaube, das könnten wir uns wahrscheinlich auch noch leisten. Also das war wirklich schwierig hier. Schwierig, weil das so eng ist da vorne. Also da war ja das vom letzten Mal, war ja richtig einfach dagegen. Biege nach rechts ab. Na gut, dann auf nach Sevilla. Immer geradeaus. Und dann gucken wir da mal. Wenn wir da keinen Auftrag finden, dann würden wir halt wirklich uns nach Hamburg teleportieren. Oder in die Nähe oder so. Müssen wir mal gucken, wie das geht. Was da das nächste ist. Ich weiß nicht, ob wir schon mal in Hamburg waren. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Das ist ja mal ohne Anhänger hinten, ist ja mal super einfach, das Ganze. Man fährt viel schneller, man hat viel bessere Beschleunigungen. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Jawohl. Bitte rechts halten.
immer geradeaus. Nach Sevilla fahren wir auch 2 Stunden. So, nochmal ganz kurz gucken. Nächste Pause in 6 Stunden, okay. Ja, dann können wir da auch noch eine Pause machen. Gucken wir erst nach dem Auftrag, machen dann die Pause. Ne, machen erst die Pause und dann den Auftrag, so rum. Dann ist das wieder schräg. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Okay. Nimm diese Ausfahrt. Dann gleich. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, habe ich mir schon gedacht. Hoppala, ein bisschen sehr viel Schwung. Bitte links halten. Ich sag euch, nur ohne Anhänger fahre ich wie der letzte Berserker. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. 40. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ich habe drauf geguckt und dachte, ich wusste es. 400. Und ich sehe gerade, irgendjemand hat da irgendwie Gewinne gemacht. Oh, ich bin schon wieder frustriert. Okay, hat hier irgendjemand Gewinne gemacht? 23 Cent. Ruht sich aus. Wir gucken mal eben, wo wir ihn hingeben. Wir geben ihn mal zu den Fernfahrten. Okay. Naja, irgendjemand hat irgendwie 23.000 gemacht. Dann gucken wir mal ganz kurz in die Bank. Ja, okay, hier sind wir bei 94.000. Aber ist ja gut, wenn wir so ein bisschen Puffer haben. Alles bestens. 40, also wirklich mal. Ich glaube, das Spiel wird einen, versucht einen irgendwie zu moppen. Ich überlege, ob ich den Spiegel da rechts ausschalte und dann da in den Spiegel gucke stattdessen. Ja, mal gucken. Hätten wir zumindest genug Geld, um uns zu teleportieren mit dem Auto. Ich finde, so ein bisschen muss man sich auch treiben lassen. Vom Spielgeschehen quasi. Und ich finde, es macht halt keinen Sinn, den Kredit nicht zu nehmen. Wobei man mal gucken müsste, ob sich das eigentlich ausgeht, was man da eigentlich an Zinsen zahlt. Schwierig, Junge, schwierig. Versucht mich eine rechts zu überholen. Oh Gott. Leitplankendilemma. Nicht so richtig ran, aber bitte links halten.
muss. So. Ach, jetzt habe ich doch schon wieder nicht geguckt, was da unten stand. Ne? Ärgerlich. Da könnten wir nochmal in den Fahreinstellungen gucken, ob man da nicht ein akustisches Signal kriegt, wenn da was eingeblendet wird. Wobei ich glaube, es gab auch irgendwo eine Liste von Aufträgen, die gerade bearbeitet wurden. Da können wir natürlich auch nochmal gucken. Aber jetzt fahren wir erstmal nach Sevilla. Meine Kollegin hat eine E-Mail-Adresse, die heißt Las Mirandas in Sevilla. Schon witzig, aber auch irgendwie nicht. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Ja, das hast du aber jetzt irgendwie spät gesagt, oder? Nimm die Ausfahrt rechts. Genau. Na, ihr seht das vielleicht unten auf dem Tacho, auf der Anzeige. Ich kann mit der Maus jetzt quasi hier, naja, jetzt gerade nicht mehr, aber in 5er Schritten quasi hochgehen, den Tempomaten einstellen. Finde ich richtig nice. Richtig, richtig gut. Hochroller. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. So, hier ist 60, ich war 50, aber wir können eh nicht so schnell, weil bitte wir sind links ja halten. Genug Menschen unterwegs. Wir müssen jetzt hier nach links abbiegen, ja? Jetzt kann man das sehen, 50, 55, 60, 65, 70 und so weiter. Weil 90 ist, kann ich das bis zum Ende durchklicken. Mehr als 90 geht hier nicht, von daher. Für eine 90 fühlt sich jetzt auch hier gerade ziemlich schnell an. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Naja, wird ja auch nicht, geht ja auch nicht anders. Jetzt muss ich einmal um Pudding fahren. Weil man da nicht links abbiegen kann. Ah ja, Einmal die große Strecke, sagst du. Okay. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Na gut. Nimm diese Ausfahrt. Dann mal los, Schätzchen. Müssen wir da hinten auch nochmal einen Kreisel drehen, weil wir hier nicht rumkommen? Oder dürfen? Ja, wir werden Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen. Ja, wir werden das ganz ordnungsgemäß machen. Wir werden da nicht abkürzen. Nimm diese Ausfahrt.
biege nach rechts ab. Aber ich... So, schau mal, hier gibt es eine Tanke, hier gibt es einen Schlafplatz. Das ist ja schön. Pass auf, dann gehen wir erstmal tanken. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. So, und tanken. Mal gucken, wie viel wir da brauchen. 1000, 1600 vielleicht? Ich habe das schon wieder vergessen, aber ich meine so irgendwie... Sehr gut, vielen Dank. 1000, naja, gut, merken wir uns mal. Nimm die Ausfahrt rechts. So. Sevilla und Cordoba. Bitte rechts halten. Wir sind fertig. Das ist gut. Wir müssen aber da mal hin. Darf. Darfhändler entdeckt. Wir können mal hier gucken, ob wir irgendwas ausbauen, reparieren müssen quasi. Vollständige Wiederherstellung anfragen. 0,2%. Wir machen hier alles reparieren. Bestätigung. Sehr gut. Vielen Dank. Und wenn wir schon hier sind... ja, dann machen wir ein paar Katscher in das Auto da vorne. So, dann... machen wir hier raus. Ich glaube, hier lang gefahren. Ja, da hinten gibt es dann den Parking, die Parking Position. Das ist ein geschützter Begriff, aber hat jetzt auch keiner mitbekommen. So, wo sind denn hier die Parkplätze zum Schlafen? Gleich hinten dran. Na, das war jetzt so nicht unbedingt das, was ich wollte. Gerade ein bisschen hektisch hier, ne? Ob wir ja hier schlafen können. Irgendwo müssten doch hier auch Schlafplätze sein. Und es wird einfach nicht angeboten. Da müssen wir noch mal auf die Map gucken. Wartet mal. Hoch. Ich drücke mal den falschen. Ach, hier sind die Schlafplätze. Okay. Jetzt muss ich dann noch mal raus und den ganzen Pulli schon wieder fahren. Fertig zum Losfahren. So, pass mal auf, wir gucken aber mal ganz kurz noch mal nach den Aufträgen. Vielleicht haben wir ja jetzt Glück. Und da gibt es Aufträge von Sevilla nach A Coruña. Lass mal Glück haben jetzt, bitte. Caronia, 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 nein, 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 Calvi, Palermo, Toulouse, Memel, Madrid, Palermo, Marseille, Catania, Toulouse, Catania, Madrid, Malaga, Lyon, Bastia, Malaga, ne, okay, dann machen wir das so, dass wir jetzt zum Schlafen fahren. Ja, und wenn dann beim Schlafen... Biege nach rechts ab. Ja, immer noch keine Aufträge da sind. Biege nach rechts ab. Das war aber close. Demnächst rechts abbiegen.
Biege nach rechts ab. Wir haben die Polizei eingeholt. Genau, also wenn da jetzt mal nach dem Schlafen immer noch keine Aufträge da sind nach Akaronia, dann würden wir teleportieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge quasi bitte wieder. Bitte links halten. Ist ja crazy, dass man hier nicht einfach mal eben auf die andere Spur kommt, ne? Achso, wollen wir auch gar nicht. Das sehe ich gerade. Wir wollen einfach das Stück hier zurückfahren. Das ist nur eine Fußgängerüberkreuzung. Das ist natürlich bedauerlich. Aber wir sind ja gleich da. Die paar Minütikens kriegen wir noch verkraftet, ne? Rechts halten und dann rechts abbiegen. So, und jetzt haben die kleinen, gemeinen Menschen hier wieder Ampeln. Biege nach rechts ab. Eingebaut. Das ist schon wieder so eine komische spanische, was weiß ich was, Kreuzungskreisverkehr, irgendwas Variante. Das ist ja crazy shit. Rechts halten. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wer denkt sich denn so eine Verkehrsführung aus? Ich meine, einfachen Kreisverkehr hätte es doch auch getan, oder nicht? Verstehe ich nicht. Nun, komm halt mal. Ich glaube, ich könnte kein Fernfahrer sein, wenn mich das psychologisch so fertig machen würde, wenn alle immer viel schneller fahren als ich. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay. Nimm diese Ausfahrt. Die Ausfahrt rechts. Okay. Demnächst rechts abbiegen. Biege hier schnell rechts ab. Biege nach rechts ab. Biege nochmal nach rechts ab. Ja, ne? Ja. Hier ist der LKW-Schlafplatz. Endlich, wir sind da. Endlich machst du mal die Tür auf. So. Ja, ganz schön bedeutsam hier. Ganz schön anstrengend heute. Dann schlafen wir mal erstmal eine Runde. Hm. JN konnte keinen Auftrag finden, dann musste ohne Lieferung zurückkehren. Die Kosten für die Kraftstoff und Wartung befragen 900 Euro. Vielleicht haben wir doch den falschen gekündigt. Naja, wir gucken mal. So, jetzt aber bitte Glück haben. Ah, ne, warte mal. Müssen wir auch auf Sevilla klicken. Uiuiui. Madrid, Corumba, Manchester. Toulouse, Palermo, ne, das sieht alles nicht gut aus. Almeria, Sevilla, Córdoba, Malaga, Marseille, Córdoba, Maluges. Das sind alles nicht die richtigen. Ne. Gut, wir machen an der Stelle erstmal Schluss für heute. Nächste Folge sehen wir uns wieder. Dann werden wir mal gucken, dass wir uns nach Hamburg teleportieren. Und dass wir uns da mal eine ordentliche Werkstatt kaufen. Das mal das Ding. Also bis zur nächsten Folge. Macht's gut.